Herzlich willkommen an der geburtshilflichen Abteilung des Universitätsklinikums St. Pölten. Unser Team freut sich auf Ihre bevorstehende Entbindung. Dabei sorgen wir für die größtmögliche Sicherheit und das Wohlbefinden von Mutter und Kind. In Risikosituationen, die immer während einer Geburt möglich sind, steht Ihnen rund um die Uhr das spezialisierte neonatologische Team von Kinderärzten und Anästhesisten zur Verfügung. Eine Anmeldung zur Geburt ist bei uns nicht erforderlich. Die Betreuung in der Schwangerenambulanz erfolgt etwa ab der 37. Schwangerschaftswoche nach telefonischer Terminvereinbarung. Kündigt sich die Geburt an, kommen Sie bitte direkt zum Kreißsaalbereich. In unserem Geburtenbereich haben wir 3 Kreißzimmer mit individuell verstellbaren Betten. In diesen Geburtsbetten können verschiedene Positionen während der Geburt eingenommen werden. Sehr gerne unterstützen wir Sie bei Ihrer Geburt, unter anderem mit PC-Bällen, Seiltüchern, Gebärhockern, Aromatherapie oder Homöopathie. Unsere 2 Badewannen können für Entspannungsbäder während der Geburt oder auch für Wassergeburten verwendet werden. Bei Bedarf kann ein notwendiger Kaiserschnitt vor Ort ohne Verzögerung durchgeführt werden. Die Väter verbringen die ersten Stunden nach der Geburt gemeinsam mit dem Neugeborenen und der Mutter im Kreißsaal, auch nach einem Kaiserschnitt. Jedes Neugeborene wird von uns Kinderfachärzten begutachtet. Und vor der Entlassung wird die erste Mutter-Kind-Pass-Untersuchung inklusive Hüftschall durchgeführt. Unsere ausgebildeten Stillberaterinnen helfen Ihnen zusätzlich mit Tipps und Tricks beim Stillen im Wochenbett und in der Stillambulanz. Es ist unser Ziel, Sie bei der Entbindung Ihres Kindes zu unterstützen und Ihnen zu helfen, die Geburt als unvergessliches Erlebnis nach Ihren Vorstellungen erleben zu können. Als perinatologisches Schwerpunktkrankenhaus möchten wir gemeinsam mit den Kinderärzten und mit der Anästhesie für die größtmögliche Sicherheit von Mutter und Kind sorgen.